Hey Leute, da bin ich wieder. Von euch aufsetzen. Was geht ab? Ach ja. Ja, was geht ab? Gibt ja doch ein paar Sachen. Es ist dir nicht leicht. Versuche einmal mit all diesen Frauen zu verhandeln, die dich in eine Maus verwandeln können, wenn ihnen etwas nicht passt. Ein paar Sachen, die jetzt demnächst am Kommen sind, sag ich mal. Ich würde ganz gerne ein Intro machen. Dazu fehlen mir noch ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel. Nee. Das gibt's jetzt nicht besser. Zum Beispiel Wissen fehlt mir dafür noch. In Ordnung. Ja, ich versuche gerade jetzt mit einem Intro. Was mir persönlich natürlich auch gefällt, ist ja klar. Wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber wir werden sehen. Hey, da ist noch jemand. Einst gab es eine große Stadt namens Propontis. Jetzt gibt es dort nur noch ein Moor. Die zarkonischen Könige herrschten über Propontis und jeder von ihnen versteckte ein ganzes Vermögen in seinem Palast. Den Legenden nach soll es noch immer einen antiken Schatz in den Ruinen geben. Er ist vom mächtigsten zarkonischen König, Dorus war sein Name, versteckt worden. Viele Leute gehen dorthin, um ihn zu suchen, aber selten kommen sie zurück und niemals mit dem Schatz. Gut, also da muss ich was holen. Gut, weiter geht's. Ach, ich muss wieder reinkommen. So. Ja, was ist passiert? Eigentlich nicht viel. Also ist gar nichts passiert. Daneben. Ist viel zu langsam, der Junge. Ja, also ehrlich gesagt ist eigentlich gar nichts passiert. Kann ich mit. Das ist echt traurig. Es ist wirklich gar nichts passiert. Es ist nichts Neues passiert. Gut, ich habe zwei, drei neue Videos hochgeladen, aber. Ja, ich habe zwei neue Abonnenten nicht gesehen. Hey. Freue ich mich immer drüber. Am Anfang freut man sich ja noch über jeden Einzelnen. Das ist. Ich weiß nicht genau, wie das beim Gronkh ist, aber da überhaupt einen Überblick hat, wer da noch. Ich glaube fast nicht, dass ihn das noch mich interessiert. Wo kommt der denn her? Da stand einer, da stand einer und da stand einer. Gut, den Boden nehme ich mit. Treffe ich die Vendige diesmal? Nicht wirklich, okay. Egal. Komm hier gleich hin. Hier noch jemand? Nein. Muss die Höhle machen. Eine amplische Höhle. Okay. Boah, die ist ausgefressen, die Dinger. Ich muss auf jeden Fall definitiv dringend auf Ausdauer gehen, beziehungsweise leben. Weil ich echt viel Schaden einstecke mittlerweile. Rechts rum oder links rum? Ich glaube links rum. Gold, 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 Gold. Überall diese Eier, die sich bewegen. Boah. Zauberer. Bin ich Richard Roll. Ich hasse Magie. Für Leute, die es nicht kennen, das ist vom Schwester des Lichts, beziehungsweise das Schwert der Wahrheit. Das ist so ein Fantasy-Roman, sage ich jetzt mal.
für meine Freundin geschenkt. Ganz nettes Buch eigentlich. Hab ich am Anfang gar nicht gedacht. So, wen haben wir denn da hinten? Hey, das trifft sich gut. Komm her da. Okay. Ich hab gesagt, ich muss auf Verteidigung gehen. Möchtest du das auch machen oder macht er das von sich aus? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich gehe lieber mal hier drauf. Ich bräuchte mehr Energie, also mehr Leben. Oh ja, mehr Schaden. ja. Fast. Da wollte ich hin. Wie viel Schaden machen wir jetzt? Es wird immer weniger, habe ich den Eindruck. Nein. Niemals. Niemals besser als das, was ich schon habe. So, wer ist denn jetzt hier? Oder ist das einfach nur eine Truhe? Oh ne, das ist gut. Kann ich den triggern? Ja. Kann ich auch noch triggern? Und dass der Große kommt? Ich nicht. Das ist wirklich gewaltig. Oh ja, gut Schaden. Ja, der war Nahkampf, oder? Warte mal, still. Trittst du auch mal? So strange. Gut, wir haben das gefunden, weswegen ich hier bin. Das ist gut. Da ist noch ein Trüchen. ihr werdet es nicht glauben, Jungs. Es ist Freitag. Nee, es ist noch nicht Freitag. Doch, es ist Donnerstag. Donnerstagabend, 20 Uhr. Ich muss dazu sagen, es ist vermutlich eine Woche früher, als ihr jetzt die Folge seht. Das Problem ist, ich spiele so gern. Und ich möchte weiterspielen. Deswegen produziere ich so dermaßen viel vor gerade. So, da war ich schon. Das wäre ja schmarrn, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, im zweiten Spielstand anfange, nur damit ich noch mal spielen kann, was ich meine. Dann nehme ich das doch gleich auf und produziere es vor und hab mal im Fall der Fälle mal ein bisschen auf den Server. Das ist richtig gut gelöst bei YouTube. Du kannst das Video jederzeit hochladen und sagst dann, hey, ich möchte jetzt, ich lade jetzt heute am, welches heute? Am 8. März lade ich jetzt ein Video hoch, das möchte ich am 12. veröffentlichen. Der macht das alles selbstständig. So richtig geil. Das hat sich. Ich weiß nicht, wie es früher war, aber das, ich finde das richtig geil. Die sagen, dass sie es verbessert hat, aber. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es früher war. Aber das macht einem das Leben doch sehr viel leichter, finde ich. Jetzt sind wir da jetzt Punkt 12 online sein muss, um das hoch dann freizugeben. Das ist echt. Den wollte ich eigentlich, aber okay. Nehmen alle. Ich muss sagen, ich mache mit dem Nahkampf, mit dem Fernkampfwaffe echt Schaden. Richtig gut Schaden. So, jetzt sind wir hier unten bei den Jungs. Wer bist du denn? Was bist du? Idiot. Hier fast auch nichts droppen, das ärgert mich ein bisschen. Rasieren muss ich mich auch schon wieder. Ich schaue aus wie ein Bär. So, da geht's glaube ich. Hier oben geht's weiter. Schauen wir mal, was hier drüben noch ist. Da scheint es irgendwo hinzugehen.
Fang den Lager. Umhang des Champions. Mhm. Okay. Klingt sehr gut. Drachenkönig, auch nicht schlecht. Gut, die fallen jetzt echt wieder wie die Fliegen hier. Vorübergehend. Und der geht wieder raus, sehr schön. So. Wir kommen ziemlich gut voran, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so leicht durchgeht. Halt. So ein bisschen durchkommt, aber jetzt mal. Aber sich auch daran, dass ich halt reinrassiger Kämpfer bin. Ich muss vielleicht doch auf Nahkampf gehen, wenn die alle da sind. Ich habe irgendwie doch einen Frosch im Hals. Was ist das denn? Halt still! Halt still! Na? Rauf. Das ist eh nix. Nix Vernünftiges. Den Frost von Tantalus habe ich jetzt schon zweimal gefunden. Alter, was macht der denn für Schaden hier? Jungs? Alter. Packt sich der Keller einfach fest. Ich hab's vergeigt. Also wie oft ich schon so unnötigerweise gestorben bin. Hallo? Alter, was der für Schaden macht. Das ist ja nicht normal. Ey. Nicht sterben. Des Trostes. Klare Verstärkung. Super Idee. Gut, da ging es auch noch weiter. Ja. Ja, da geht's weiter. Hier oben, was hier noch ist, ob es da auch runter geht. Zwei von diesen Hanseln. Oh. Nehme ich. Weil ich habe noch 6 Tränke. Alter. Jetzt will ich es mit beiden Händen rausschmeißen. Nett. Hör schon wieder Skelette. Ich sehe die immer nicht. Der Wald ist einfach zu dicht. Oh Gott. Thank you.
Hier brauchen wir nicht so viel zum Holen. So, hier geht's weiter. Hier müsste irgendwo eine Blume sein, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist schon mal ein Schrein. Die Viecher wieder. Boah. Gold, 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 Gold. Sweet. Irgendwas ist da oben. Die halten zum Glück nicht so viel aus, die Jungs. Okay, hier ist nichts weiter. Was haben wir denn hier? Propontos, das klingt gut. War es nicht die Stadt? Alter. Diese verlorenen Seelen machen hier echt richtig viel Damage. Ich möchte auch nicht in diesen Kreis reingehen, in diesen roten, weil die dann alles abziehen im Leben. Die sind echt ein bisschen heavy, die Jungs. Yay, Skelett. Noch ein Heiltrunk. Ja, aber so richtig viel ist jetzt auch nicht, gell? Schon ein bisschen enttäuschend. Hier ist eigentlich gar nichts. Vielleicht da hinten dann. Ah. Yay, Skelette. Und eine Falle. Was haben wir hier? Skelette. Na, super. Eigentlich. Und du? Affenkopf, Alter. Na, der schießt ja sonst wohin, aber nicht dahin, wo er soll. Ist ja furchtbar. Ach Gott, was ist das? Was denn? Leute, ich brauche Heiltränke. Heiltränke, hallo. Hier sind zwar echt gute Gegenstände dabei, habe ich schon festgestellt. Vor einer Weile. Ja. Das nehme ich natürlich gerne. Wenn jetzt hier auf diesem Waffenstand dann wenigstens auch Waffen wären, gell, die man wegnehmen kann. Weil ganz ehrlich, das sind alles Waffenstände. Da stehen überall Waffen und ich kann davon nichts mitnehmen. Warum auch immer. Na, was geht denn da?
leer machen. Mit den was wir nehmen, mit dem was wir nehmen. Und Heiltränke kaufen. Okay, der ersten habe ich schon geholfen, scheinbar. Was denn? Was denn? Diese Energietränke sind so überall. Giftwiderstand. Das ist echt wertvoll. Und tschüss. Des Champions. Da ist er. Plus 5 Gesamtschaden. Achso, den kann ich gar nicht anlegen, weil ich zu wenig Intelligenz bin. Ich bin so dumm. Achso, ja, die werde ich ja nicht mehr los, diese Rolle. Früher guckt man sich jeden Tag auf. Ach, weg damit. Kann ich es verfallen lassen? Ich kann nichts verfallen lassen. Okay. Das heißt, ich muss ihn sogar aufheben. Boah. Das ging doch immer. Das ging doch auch bei dem... Achso, vermutlich, weil ich bei einem Händler bin. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Setzen muss in Stärke, ja, das hilft mir nichts. Nee. Mach wieder 50, oder? Ich bin 10 Millionen nicht so schnell zu nahe komme. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, jetzt weg damit. Das setzen wir da drauf, das stellen wir da hin. Spektralmagie. Ja, ja. Okay. So, was hat sie? Du hast es. Das Siegel der ersten Apoptosis. Ich werde es sofort an seinen angestammten Platz zurückbringen. Die Formiziden können die magischen Auren des Hains nicht durchdringen. Ich bin gerettet. Vielen Dank. Gern geschehen. Einen schönen Tag. Danke. Dir auch. So, hat er irgendwas Neues? Was Vernünftiges? Hat er echt viele. Viel Rüstung haben die Dinger teilweise. Oh. 21 Bewegung. Hat doch mehr Rüstung. Soll ich den nehmen? Was kostet denn der? Was er geschenkt? Dazu müsste ich natürlich dann den anderen Gegenstand zerlegen, den da. Die Hermes-Sandale. Macht so viel Unterschied. Ich meine, es ist nur 1%. Ja, müssen wir die 15% noch abziehen. Ja, wie gesagt, das wird nicht viel ausmachen. Ich denke, dann lasse ich es lieber so. Was fehlt mir da? Stärke fehlt mir. Ach du großer Gott, ich bin zu schwach. Okay. Dann muss ich das nächste Mal erwähnen. Blitzschaden, Elektrobrandschaden. Da habe ich doch schon was. Vielleicht kriege ich dann noch ein bisschen mehr raus. Das will ich nicht. Nein. Komm wieder. Ja, ich versuch's. Heiltränke haben wir, Dings haben wir. Okay. Wie gesagt, da müsste ich jetzt sicher um die so eine halbe Million hinblättern bei diesem Magier? Bei dem Typen halt. Dem Blitz überm Schädel. Nur damit ich 1% schneller bin, also. Ich glaube, das rentiert sich nicht wirklich. Okay, Bogenschützen. Und wieder ein Zauberer. Ich hasse Magier. Hast du schon mal erwähnt? Alter. Gut, dass sie nicht viel Schaden machen oder so.
auch nichts. Da ist... Okay, der hält sich auf jeden Fall sehr gut. Wie viel Schaden ich mache. Okay, der hält sich mal wieder. Schalten wir erstmal die Jungs hier aus. Ich da mal Ruhe habe. Ich nehme den Hauptklein. Alter, der hält sich mal wieder. Schön, dass es sich heilen kann, aber das bringt mich nicht weiter. Mich gar nicht weiter. Ja. Okay. Ich glaube, das bringt mir nichts. Hält sich immer noch so. Gibt's nicht, dass er sich so dermaßen heilen kann. Ich wollte mich doch verarschen, Jungs. Ich meine, klar, irgendwann ist seine Energie aufgebraucht, aber das kann's doch nicht sein. Schwerer zu besiegen als der Typhus. Typhon. Alter. Alter Schwede. Achso, das war's jetzt hier. Ah ne, da geht's noch weiter. Das war nur ein Bossgegner, ein Zwischengegner, besser gesagt. Ach Gottchen. Weil wenn ich das Gelbblätter so sehr mag, würde ich das aushalten? Ich glaube schon. Ein Magier. Wir müssen nicht sterben. Sterben gehen. Hier geht weiter, okay. Also. Geht doch! So, dann sind wir hier auch fertig. Ja. Ich habe jetzt gerade 18 Heiltränke verbraucht für dieses komische Ding da. Ist hier auch nicht normal. So, das war jetzt die Höhle, das heißt, ich muss jetzt da drüben lang. Schauen wir nochmal. Da war nichts weiter. Gut, da muss ich jetzt doch da lang. Okay. Wie gesagt, so gut kenne ich mich ja nicht aus in der Welt. Ist ja doch schon noch relativ neu für mich hier. Ja, klar, habe ich schon mal durchgespielt gehabt, aber. Der Weg ist unten schwer zu finden. Auch noch weiter. Gold nehme ich immer.
keine Frage, ich bin voll Goldgeil. So, ich könnte jetzt hier schnurgerade ausgehen, aber nein, das mache ich nicht, weil ich jedes Monster mitnehme. Auch diese komischen Dinger da. Das ist wohl die erwachsene Antwort auf. Genau, da wächst die Blume. Alter! Was war das denn? Alter Schwede! Ich dachte, das ist die Blume! Also, Gift ist echt keine gute Waffe hier. Wie mir scheint. Ja, echt nicht nochmal, was die für Schaden hier machen, teilweise. Das gibt's doch echt nicht. Die schießt zweimal auf mich und dann ist vorbei. Ja, Alter, wie stellen die sich das vor, die Entwickler? Wie soll ich denn das machen? Hallo? So vielleicht. Dann geht ihr nicht viel aus. Oder doch? Boah. Okay. Ich sage, manche sind echt so. So viel Damage und verhalten absolut nichts aus. Ich dachte, das ist eine ganz normale Blume. Alter. Traue niemanden. Sonst noch jemand? Den hatte ich schon. Aber das ist weitläufig, das Ding hier. Wer bist du denn? Das ist Stalker. Aus dem Nichts erscheinen. Warum nuckt denn meine Nase die ganze Zeit so? Das ist ja furchtbar. Rüstung der Essenz. Das wird schon mal was hier hinten raus. Jetzt auf Froschsuppe, wa? Ja, bitte? Okay. Mach ich noch komische Geräusche. Halt doch mal still, du blöder Frosch. Was ist denn los mit dir? Jumpt die ganze Zeit da rum, wie bekloppter. Krieg ich nicht. Nicht zu triggern.
doch immer Nacht sein muss, wenn ich hier irgendwo bin, wo es dunkel ist. So, dunkler als normal. Eine Beutesammlung. Ich bin schon wieder viel zu leise heute. Viel zu ruhig. Da bin ich eigentlich relativ fit. Energy Drinks am Start. Hab relativ lang geschlafen, also bin ausgeruht. Ich bin viel zu müde zu machen. Zu aufnehmen. Kopfpilz. Habe ich Zutat Nummer 2, bist du noch? Sehr nice. Gucken wir nochmal. Genau, das habe ich. Der Karte sieht so klein aus. Da war ich noch nicht. So klein und überschaubar die Ecke hier, aber da erstmal drin steckst. Ach, das ist so finster. Und auf YouTube muss es ja noch dunkler sein. Warum YouTube die Videos alle nochmal dunkler macht, aber wer weiß. Mensch, wird schon einen Sinn haben. So, aber jetzt. Da ging es nicht weiter, genau. Soll ich jetzt rechts gehen oder links gehen? Das ist die Frage, gell? Rechts gehen oder links gehen? Hast du mich gerade angespuckt? Ich glaube, ich gehe erstmal rechts. Ich glaube, ich bin immer erstmal rechts gegangen. Schauen wir mal, was hier auf mich wartet. Froschsuppe, ich sehe es schon. Noch so ein Riesenbereich, wo ich nicht zuordnen kann. Wo ich mich nicht auskenne. Ist mir ein bisschen zu schnell, die Jungs, irgendwie. Ich bin ja schon zu alt für das Spiel, ich weiß es echt nicht. Aber ich glaube, ich nehme doch nach dieser Folge jetzt hier, weil die ja doch relativ lang ist. Was Schönes, was Gutes. Dann doch lieber noch eine Folge Eurotruck auf. Einfach weil ich. Ja. Nach der Folge hier so fertig sein werde. Immer schön, wenn die Gegner mir entgegenkommen, wie es weit laufen muss. Und falls es euch aufgefallen ist, ich bin jetzt momentan echt nur im Fernkampf unterwegs. Ja. Falls es euch nicht aufgefallen ist, würde ich mich wundern, aber mir fällt es halt gerade auf. Dann könnte ich mich im Prinzip auch eine langsame Waffe, für den Nahkampf nehmen. Weil ich einfach mehr Damage dann mache pro Schlag. Spürst du, wie ich denke?
Gut. Das hätten wir auch. Dann gehe ich jetzt einfach hier zurück. Ist ja recht überschaubar, die Ecke. Erstaunlicherweise. Zählt noch was? Kommst du jemand? Ich wollte mir den Brustpanzer anschauen. Das mache ich, wenn ich im Ding bin. Im Lande. Beim Händler. Ich glaube, hier konnte man abkürzen zu dem. Genau, hier konnte man abkürzen. Okay. Das will ich ja gar nicht. Wie gesagt, ich möchte den Gegner mitnehmen. Wenn er noch so hässlich ist. Heiltränke brauche ich auch bald wieder. Okay, rechts ist fertig, links geht's weiter. Irgendwo ging's hier weiter. Da. Und ich glaube, geradeaus ging's auch noch. Ja, irgendwie schon. War das nicht so, dass ich erst den Schlüssel brauche für diese Höhlen? Ich habe beim letzten Mal schon den Fehler gemacht, dass ich erst gerade rausgegangen bin und dann rechts. Tja, wisch nicht. Nein, das gehe ich nochmal hin. Bin relativ gut zu Fuß. Hier geht's nichts weiter, hier ist noch was. Und weg. Was haben wir denn hier? Im Gruf der Königin. Königin? Hey, Frau Königin, dein Mob ist ganz schön wuid. Mein Chef sagen würde. Ah, das ist ja. Ah ne, eine Frostleiche. Ich sollte echt ab und zu mal auf meinen Lebensbalken gucken, so nebenbei. Könnte ja nicht schaden. Ball. Brav. Das mit Skeletten haben sie echt die geilsten in der Welt hier. Geht es links rum oder rechts rum? Gute Frage. Na, das ist ja schön. Königin. Gut, ich nicht auf Rheingard bin, Leute. So, die hat einen Bogen, dann gehe ich in den Wunderkampf, oder? Sieht ziemlich gut aus. Fette. Oder war das so, dass ich erst den Mondschlüssel... Dein Gepäck ist voll. Mondschlüssel brauche, um das Sonnentor aufzukriegen. Nee, andersrum. Den Mondschlüssel brauche, um das Mondschlüssel aufzukriegen, um an den Sonnenschlüssel ranzukommen. Ich glaube, so rum war es. Ach Gott. Bis man da mal durchblickt. Ja, ich bin voll, ey, ich bin voll. Jetzt kann ich mal den Panzer endlich angucken. Und vielleicht ein paar Gegenstände abgeben. Ach ja. Oh, wieso bin ich denn so müde schon wieder? Guck mal doch mal, was der Andi da für sich hat. Das ist das Schöne, wenn alles beisammen ist. Prost! Oh, herrlich. Endlich habe ich alles, was ich brauche.
Gib mir einen Moment, damit ich den Trank brauen kann. Dann bekommst du deine Kostprobe. Okay. Ich verkaufe den Trank. Bitte! Weg. 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 Was? Nee. Wohl? Der hat nur 8% Angriffsgeschwindigkeit, aber mehr Stärke und bla bla bla. Okay. Da könnte ich auch noch was draufpacken, fällt mir gerade auf. Ich bin noch gar nicht im Limit mit meinen Gegenständen. Der kann weg, der kann weg. Das kann eigentlich alles weg hier. Das kann ich eh nicht tragen. Stärke brauche ich. Dringendst. Und vielleicht ein bisschen mehr Rüstung, wenn ich das richtig sehe. Das ist nur ein Brustpanzer. Ein Brustpanzer ist schlechter als das, was ich bis jetzt hatte. Lebenskraftschaden. Ja, okay, diese Gegenstände, die sind alle ein bisschen antiquiert wieder. So, haben wir noch was zum Verkaufen? Drachenkönig? Ne? Aber ich könnte langsam wieder mal so einen Karawanentypen brauchen. Mein Inventar ein bisschen entmüllen kann. Ein Begleiter wäre echt mal schön. Komm wieder. Hier ist dein Trank, Held. Tränke ihn und du wirst die Kraft vieler Männer besitzen. Und jetzt muss ich weiterarbeiten. Plus 6 Stärke. Viele Männer. Ja, okay, immerhin. Ich will mich nicht beschweren. So, hat die jetzt hier noch was? Nee. Irgendwas? Nee? Okay. Na gut. Egal. Wir werden noch mehr finden. Obwohl, ich komme gleich um eine Ecke und finde sie wie so einen Gegenstand, den ich besser brauchen kann. Jetzt mache ich ja eh nur noch auf Fernkampf gehen im Moment. Wo geht's denn hier hin? Ach, in die Höhle. Noch jemand? Nee. Gut. Gut. Alle auf einmal, Jungs, gell? Kommt jeder dran. So, da war nichts weiter. Ich bin ein bisschen traurig hier unten, dass hier so wenig los ist. Ich meine, hier unten ist ja jetzt nicht wirklich was gewesen, oder? Und habe ich das übersehen? Ne, habe ich nicht, okay. Nicht mal ein Bossgegner oder sowas da unten. Ich muss ein bisschen damit aufhören, ich mag das nicht. Ich denke, irgendwo eine Königin rumhängen. Ich meine, das ist die Gruft der Königin, da müsste doch irgendwo eine. Ach, ich habe den Mundschlüssel von hier, gell?
mal anfangen. Naja, okay. Ja, aber sonst auch nichts weiter. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu der... Hey, es ist Tag, endlich. Zu der anderen. Nämlich. Rebengewächs ist immer gut. So, jetzt haben wir den Brunnen. Gucken wir nochmal. Ich glaube, sehr viel mehr ist hier nicht. Nee. Da zappelt was. Auch noch. So eine Drecksau. Ja, da war ich schon. Okay. Musik wird interessant. Was ist mit dir los? Okay. Ach, er darf mich treffen, aber ich ihn nicht, oder was? Nee, das hab ich nicht. Okay. Ja. Yay, Frösche. Und Zauberer. So, jetzt ist es Tag, ey. Ach, das ist hier voll creepy. Fangen wir diesmal rechts an. So weiter geht, leveln wir bald auf. Ich will auch nicht Schmonn machen. Die Gegner unterschütze. Wieder voll Bock auf Elite-Sniper. Auch wenn es eigentlich totaler Schmarrn ist. Ich fange immer so bei dem, immer so, muss ich sagen, verdeckt fange ich immer an. Und ab einem gewissen Punkt ist es dann vorbei, dann geht es nur darum, alle umzulegen. Schoner der Leistung. Wollte ich nicht rechts rumgehen? Nein, ist wurscht. Kommen wir trotzdem ans Ziel. Was haben wir hier? Frösche.
Schön ist ein Ding. Ich hab alles verkauft. So selten sind die also doch nicht. Gut so. Das kenne ich auch noch nicht. Pinklaue. Ja, macht da nicht wirklich so viel Schaden. Was war das hier? Den Questgegenstand hier oben holen, oder? Lieb, dass er gehüpft ist. Da habe ich ihn besser getroffen. So, hier ist niemand weit. Okay. Ja, das kommt mir bekannt vor die Ecke hier. Da ist dann gleich diese hässliche Hexe. Halt still. Gut, dann schauen wir mal, ob man die gute da rauslocken können, beziehungsweise ich weiß, dass ich es rauslocken kann, aber ob ich sie auch klein krieg, die gute. Hab ein bisschen Angst. Wer wagt es, mich zu stören? Ich. Okay, na komm. Alter. Mist. An einem gewissen Punkt rennt er einfach nicht mehr weg. Der lässt er sich einfach so gehen. Gut, Nahkampf. Nahkampf ist scheiße. Okay. Sehr geil, ich habe einfach zu wenig Kampferfahrung. Nennen wir es mal so. Jetzt müsste schon ein bisschen runter sein vom Level. Ja, ein bisschen runter sein. Alter, fängt gleich so wieder an, oder was? Ist bei dir verkehrt? Der läuft manchmal einfach nicht. Ich verstehe nicht, wieso. Mag ich ein Stückchen herkommen, dass ich die besser sehen kann? Alter, ich glaube, ich jedes Mal die Frau. Uns mal den dabei zurück. Du schickst mich für weitere 1000 Jahre ins Totendasein und das nur für ein Buch mit Rezepturen? Nimm es! Aber wisse, dass die Formeln darin für Dilettanten gefährlich sind. Ich hoffe, dass sie dich zu Hades schicken. Das werden sie auf jeden Fall. Wie mein Stein wieder? Nein, natürlich nicht. Hier war auch mal was los, genau. Die schicken mich garantiert zu Hades, weil das ist ja der Plan dahinter. Deswegen bin ich wegen dem Buch da, oder? Ich muss doch den bösen Hades besiegen. Warum auch immer. Ja, da kommt es mir auch schon vor. Dieses riesige Gemäuer da unten. Das Stück und alles, das ist gar nicht so tragisch, aber der Hades an sich und Hades fürs persönlich natürlich auch. Ist der eigentlich Hades? Ne,
Nee, da ist irgendwas, gell? Ist ja wurscht. Der hat ja auch so fiese Attacken drauf, der Junge. Na, vielleicht kann ich mich bis dahin noch ein bisschen leveln. Aber die wirklich reichen, dass ich da wieder 3x, 4x schockieren werde. Naja. Werden wir sehen. So, hier war ich. Ich würde aufhören, um auszuweichen. Das ist echt nervig. Mach schön Sitz. Gut, jetzt haben wir die alte Hexe. Gucken wir mal schnell, wo ich bin. Genau, hier muss ich ein bisschen weiter. Da ging es noch nicht weiter. Okay. Da muss ich noch ins Hauptaufgabe. Bin schon wieder so still, ich weiß, es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin von der Hexe einfach so baff. Ja, klar müssen sie viel Schaden machen, damit es auch spannend bleibt und herausfordernd das Spiel, aber man kann es auch ein bisschen übertreiben. Jetzt bei diesem komischen Zwischengegner da. Du haust einfach drauf und es macht ihm einfach nichts aus, was ich mir wieder heilen kann. Das ist doch nicht normal. So, aber jetzt sind wir erstmal hier. Sehr schön. Na komm her. Gucken wir mal, was da unten noch ist. Yay, meine Freunde. Und Bogenschützen. Das können wir nicht brauchen für das nächste Rezept. Ach Leute. Dann soll ich den nur aktivieren, dass ich mal Schaden mache. Das ist eine gute Idee. Aber auch ein Krawall. Die Brüder. Noch mehr davon. Hier kommt ein Dangewackelt. Ja, der König. Was ist denn los? Los! Weg. Der hat eine super Treffchance, Alter. Ist das so kein Damage macht der Junge?
Männer und Schlechtschüler ein, das ist so herrlich. Ein Sonnenschlüssel, super, jetzt habe ich beide. Jetzt muss ich noch in die Höhle kommen. Ja, nichts. Natürlich nicht. Nix. Okay. Da unten ist ein NPC. Mal gucken, ob der was zu sagen hat. Ich habe keine Heiltränke mehr. Na super. Das geht ja gut los. Ich dachte mir schon, warum ist mein Inventar so leicht? Ja. Strecken ab und zu mal. Na du? Du hast es geschafft, Kalixenia zu besiegen und siehst keinen Tag älter aus. Hat ihre lebenentziehende Magie bei dir nicht gewirkt? Oh doch. Naja. Du hast das Buch. Darauf kommt es an. Du hast getan, was man dir aufgetragen hat. Hier, bring Mera diesen Trank. Schnell. Das Leben des Kindes hängt davon ab. Jawohl. Freut mich immer, einem Reisenden zu helfen. Was bist du denn? Ja, das klingelt. Okay. Schatz Ranger. Das ist der Trank. Okay. Großes Artefakt, das ist gut. Hat aber nicht wirklich so viel mehr. Naja. Der Schlüssel kommt dahin, das kann weg. Weg, weg. Alter, so viele Tränke, so viele Energietränke. Deswegen sammle ich die ganzen Formeln, weil ich die später brauche für die Großen. Nur falls ihr euch gefragt habt, warum. Ja, ist alles Klumpatsch. Ja, soll ich jetzt lieber ein paar mehr nehmen? Mittlerweile kann man die wenigstens auf 25 stacken. Früher ging das hier noch 5. Das war echt bitter. Jetzt soll ich erstmal schnell den Trank wegbringen, dass ich auflevel, dass ich ein bisschen stärker werde, dass ich auch wieder was Vernünftiges anziehen kann. Wäre an sich eine Idee mit der Verteidigungsmeisterschaft. Ich meine, ich habe ja eh ein Verteidigungsdings drin. Da fehlt mir natürlich die Angriffsgeschwindigkeit und die Stärke und ja, das Zeug. Und der würde mir auch ganz gut gefallen mit der Gesundheitsregeneration. Die ist natürlich bei 2. Ja, das wäre ein plus 4. Hauptsache ich habe plus 5 Energieregeneration, das ist das Wichtigste. Komm wieder! Ja. Na, ich spring mal schnell zu der Tante mit dem Kind. Die war in Orders. Dann gebe ich ihr den Trank, dann level ich hoffentlich auf. Ja, garantiert. Wo ist sie denn? Langsam. Mein Sohn ist krank und du bringst mir das Heilmittel. Wie könnte jemand behaupten, dass die Götter uns verlassen hätten? Vielen Dank, Fremder. Du bist ein wahres Geschenk der Götter. Sehr schön. Was soll ich machen? Verteidigung. Ja, das ist wunderschön hier, aber es hat halt eine 5% Aktivierungswahrscheinlichkeit.
Konzentration, Schildblock. Was nutze ich den Schildblock eigentlich? Das gehe ich jetzt einmal drauf. Gaunerei. Da gehe ich auf jeden Fall nochmal drauf. Das waren die automatisierten Dinge. Ja, mische auch nicht. Stärke und Geschick. Plus Leben, hey. Da. Nein, da. Jetzt bin ich schon bei 3000 Leben. Ah, ich brauche Stärke, genau, das habe ich gesagt. 301, na ja, ist ein Anfang. Karawanenstauplatz! Ich bin nicht höher bei dem Typen hier, gell? Furchtbar. Hatte ich dafür nicht noch was? Ah, das habe ich voll gemacht, genau. Das habe ich noch nicht wieder. Und das meinte ich eigentlich, aber okay. So, da brauche ich Bernsteinflanktion, Artefakt, Zunderblitz, Artefakt. Zunderblitz habe ich noch gar nicht, glaube ich. Glaube ich. Mal spannend sauber. Ne, hab ich nicht. Schön, dass ich hier fast alles anlegen kann. Fast alles. Gaunerei und Jagd, das sollte ich vielleicht echt mal probieren. 5% Wahrscheinlichkeit für 124% prozentigen Schaden, Alter. Blutzorn. Naja. So, das war das leer. Ja. Ein wahrer Held! Meine die arkanischen Karawane. Künste sind nicht mehr als das Zurückrufen von Erinnerungen an Geheimnisse, die du einst kanntest. Finde die Kraft in dir. Ich komme nicht an Eisen. Der Preis von Bronze. Du hast Glück, dass ich überhaupt was anbieten kann. Der Preis von Bronze? Nee. Wollte mich schon freuen. Mach Scheiß drauf. Sehe ich ein Handelsschiff? Nein. Nein, nur eine Möwe. Der hat schlechte Augen, der Junge. So, hier habe ich gesagt, Heiltränke habe ich genommen. Hier ging's weiter. Schön, dass ihr gewartet habt auf mich. Finde ich super. Gott, lange nehme ich jetzt schon auf. Fast über eine Stunde. Müsste über eine Stunde sein. Vielen Dank, Held. Aber mein Bruder muss hier irgendwo sein. Als die Monster mich schnappten, verletzten sie ihn, bevor er entkam. Rette ihn, bevor etwas Schlimmes passiert. Okay. Was habt ihr denn erwartet, was er in der Gruft hier vorfindet? Alles friedlich? Vielen Viecher. Ich habe lange keine vernünftigen Gegenstände gefunden. Fällt mir gerade so mal auf nebenbei. Und also vernünftige Gegenstände meine ich natürlich mit. Ihr Bruder ist hier irgendwo. Okay. Ich wüsste zwar nicht, wo der jetzt hier sein soll. Das ist einfach zurückgelassen, oder was? Der ist ja ein Aff.
Vor allem muss ich dann zu der Tante zurückrennen. Ach Gottchen. Gut. Da geht's auch noch. Ich dachte, ich bin schon rum. Na. Da ging's nicht weiter, aber hier drüben war irgendwo noch eine Höhle, glaube ich. Wie bin ich denn da mal hingekommen? Irgendwie fehlt mir noch ein Stück. Ach, hier geht's noch weiter, genau. Da lang. Dann da lang. Da lang und da lang. Genau. So, da geht es mal in den Park wieder voll. Das Schwert ist schon irgendwo die bessere Waffe. Ich hab einen Schaden gesehen. Danke. Danke für die Überraschung. Alter. Jetzt brauche ich mich so fertig zu machen. Ich liebe all diese Pflanzen. Das sah größer aus, als das, was er am Ende geleistet hat. Okay. Das war ja recht zum... Ein menschliches Gesicht. Ich hatte schon befürchtet, dass ich nie wieder eins sehen würde. Geh mal zu deiner Schwester, Mann. Du hast meine Schwester mit der Güte deines Herzens gerettet. Wir sind nur zu diesen Ruinen hier gegangen, weil Karma uns gesagt hatte, dass es hier wichtige Informationen über König Dorus gibt, die sie braucht. Noch einmal mache ich das nicht. Ich hoffe. Also wisst ihr, Leute. Gehen wir auf Schatzsuche und haben nicht mehr eine Waffe dabei, für alle Fälle. Gerade in diesen schwierigen Zeiten. Aber hier fehlt mir immer noch. Naja, gut, schauen wir mal. Es geht ja immer weiter. Meine ich auch immer noch ein paar Monster? Nee. Heute nicht. Jetzt kommen wir der Sache etwas näher. Ich werde mal eine Pause machen mit der Aufnahme jetzt dann. Ich kann nicht mehr sitzen. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen mehr Feuerschaden machen bei diesen Pflanzen. Das könnte dich ja nicht schaden. Einfach gar nichts, gell? Und da ist auch nichts weiter. Yay, Skelette.
Ein Knochen hoppen. Gut, 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 gut. Yay. Diese Geister sind auch so. Ich verstehe nicht, dass der. Das. Was soll ich sagen? Hinten ist. Dass ich einfach sagen, okay, ich lasse jetzt die Klinge einfach mal durch mich durch. Kennt man, wenn man gegen Geister kämpft. So ein Fluch der Karibik oder so. Ich hoffe, er einfach keinen Schaden gemacht hat, weil sie einfach durchgegangen ist, oder? Was willst denn du eigentlich hinter mir? Weil er einfach durchgegangen ist, ohne dass er irgendwo hängen Widerstand hatte, sag mal so. So, wie das Skorp. Skelette. Ach, vielleicht zwei von euch. Gute Nacht. Große Doku von Doros. Schon wieder der Wildheit der Zeitalter. Na gut, kann ich schauen. Genau, und hier brauche ich mich die ganzen Steine, die Schlüsselsteine. Die ich Gott sei Dank schon rechtzeitig gesammelt habe. Kann hier aber nichts weiter, außer grünes Zeug. Kann man gar nicht so richtig triggern, die Jungs. Mit den, was soll ich sagen, Nachhall der Angriffe. Da war nichts mehr. Nee. Da tropft die Scheiße von den Wänden. Ich mach direkt auf die erst. Wenn man sieht, ich mach das so wenig Schaden bei denen. Dass die Fernkampfwaffe, glaube ich, echt besser. Auch eine Angriffsgeschwindigkeit, die mir natürlich auch. Diese graue. Ach, das sind noch mehr von denen. Da ist gleich fünf nebeneinander oder so. Hallo? So schön, wenn endlich Ruhe ist. Da sind noch mehr von denen. Gott sei Dank nur drei. Jetzt möchte ich aber schon irgendwie guten Gegenstand dafür kriegen hier, gell, für diese Tortur, die er mir antut. Thank you.
ich wenigstens einen grünen Gegenstand, damit sowas taugt. Das muss mir schon erstmal reichen. Vielleicht auch jemanden einen Gegenstand nicht anlegen kann, das wäre natürlich noch besser. So, hier brauche ich einen Mondstein. Mondstein. Dann hebe ich mal den Hebel um. Da geht da hinten das Türchen auf. Da sind noch mehr von diesen Figuren. Ich bin so froh, dass ich keine Munition brauche für die Fernkampfwaffe. Das wäre wohl das Grausamste, was wir machen könnten. Was liegt da denn, Girlies? Hab ich gar nicht gesehen gehabt bis eben. Kenn ich noch gar nicht. Was ist das? Ich glaube nicht, dass es besser ist als die auf die Schnur. Ist ein blauer Gegenstand und der ist sogar schlechter als meine jetzige Waffe. Ja, okay, ich wollte es ja nicht anders. Ich habe gesagt, ich möchte gerne mindestens was Blaues haben. Die Tür habe ich jetzt aufgemacht hier. Mit dem Mondstein. Ich möchte mindestens was Blaues haben, was ich anlegen kann. Jetzt vielleicht etwas konkretisieren soll. Das war das. Jetzt mache ich diese Tür hier auf, damit diese Tür da hinten aufgeht. Diese hier. Und die Goldstüre da rechts. Okay, da ist die schon. Die auch ziemlich gut Schaden macht und mich hier nicht rauslässt. So mag ich das. Das treffe ich nicht, gell? Nein, das treffe ich nicht. Etwas, muss ich sagen, ja, taktisch. Diese Ruhe ist so schön. So, jetzt habe ich die Tür mit dem Sonnenstein aufgemacht, mit dem Sonnenschlüssel. Schau mal an, was wir da haben. Ein volles Inventar vermutlich gleich. Verzauberter Kopfwickel, okay. Besorge Gesundheitstrank, Gold, besorge Gesundheitstrank. Ich hebe mir mit letzter Truhe zum Schlüssel auf, weil das hier der meiste Schmarrn drin ist. Löcher hatte ich hier Handgelenk schon, auch nicht schlecht. Und natürlich. Ja, ich weiß, ich habe doch einen blauen Gegenstand gefunden, was. Mehr kann ich ja echt nicht verlangen. Da geht's raus. Die Schlüssel haben in der Höhle unten. Ich kann nicht mehr weiß, was rausgeht. Na komm. Oh, es ist wieder Tag. Schön. Gold, 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 Gold. Na gut, jetzt kommt hier nicht mehr so viel, sehe ich gerade.
für ein Schmarrn des Geistes so ein Ding aufhaben. So ein Helm. So. Ich bin jetzt den ganzen Weg nochmal hingelaufen und weiß jetzt, dass ich richtig bin. Jetzt habe ich eine lange Folge heute. Oh Mann. Vielleicht werde ich es auf zweimal teilen. Ihr werdet es ja merken. Ich wollte halt immer von... Stadt zu Stadt gehen. Zum einfachsten. Bei jeder Brunnen ist Schmann. Da gibt es einfach zu viele, das wären da 1000 Folgen geworden. Und wäre an sich eigentlich auch nicht schlecht gewesen, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Ding einbauen können. Mir ein bisschen mehr Zeit lassen, mehr Sachen angucken und so. Aber das schaut sich keine so an. Dass es unter 3 Stunden geht oder so. Oder so viele Folgen sind wie bei Minecraft von Gronkh oder so. Da gibt es wirklich eine ganz verrückte Menschen, die sich sowas antun. Schuldig. So, ich möchte jetzt da drinnen noch die 2-3 Monster zerlegen, bitte. Danke. Sehr schön. Sehr schön. Du machst ja richtig viel Schaden, Junge. Hey, Magier. Vielleicht wird man doch was Schönes hier zum Mitnehmen. Irgendwas mit ein bisschen Farbe drin. Vielleicht blau oder grün. Hier war ich schon. Da war ich noch nicht.
wer auch immer es auch holt. Wir sind zum Ende. Vielleicht werde ich auch diese Gegenstand, muss ich sagen, Gegenstand, wo ich vorhin so rumgeedelt habe, so mit den ganzen Gegenständen da geguckt habe, werde ich vielleicht zu beschleunigen. Ich meine, das macht jetzt nicht viel Sinn, das jetzt zu sagen, nachdem ich es hier eh schon beschleunigt hatte, wenn ich es gemacht habe. Aber das frisst doch relativ viel Zeit eigentlich, hin und wieder. Gut, dann nehmen wir uns mal die Hexen vor. Es kommt etwas. Einer. Ein Sterblicher. Ich kann ihn auch riechen. Boah, die mit den Angriffen, das ist manchmal echt heftig. Ich glaube, die mit dem Auge ist das gefährlichste im Moment. Mir war immer so, als wäre die mit dem Auge das. Jetzt nur ein paar Leute. Okay, die eine ist weg. Nicht in die Wolke laufen. Soll nicht so stehen bleiben. Ich muss aber auch gar nicht. Willst du weitergeben? Niemals bekommen! So schnell geht das. Okay, ich habe was Rotes gekriegt. Das ist doch schon mal was. Ich wollte ja was mit Farbe. Hey, Armspiralen. Ja, das ist bestimmt was für Zauberer. Gut. Wo ich so lange rummache? Ja. 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 Gebe ich ein bisschen Gas. Lauf, Forrest, lauf. Das ist die Ode an die Nacht, ja? Freut mich immer, einem Reisenden zu helfen. Intelligenz? Ja. Er nicht. Okay. Ich habe schon wieder 10 Millionen auf dem Konto. Das ist so unfassbar, wie viel Geld ich mache. Ich könnte eigentlich echt langsam anfangen, die Gegenstände liegen zu lassen, die ich nicht mitnehmen möchte. Wie gesagt, bei 10 Millionen ist so ganz ehrlich. Ich meine, ich weiß nicht, was später die Gegenstände noch kosten, weil ich so weit noch nie war, aber bis jetzt. Guck ich jetzt bei dem? Ich muss doch das Ding abgeben, dann kann ich doch klar weitergehen. Du hast es? Nicht seit Perseus diesen seltsamen Schwestern einen Helden geschickt hat, um ihnen das Auge zu entreißen. Aber du hast vieles unerledigt gelassen. Wer weiß, du wirst vielleicht sogar überleben. Quatsch, ich mach's Portal auf. Ich sehe Schmerz und Leid. Ich sehe Verlust und Narretei. Ich sehe meine dunkle Göttin ermatten, gefangen und die Unterwelt ist in Aufruhr. Ich sehe Krieg in der Welt der Lebenden aufziehen. Das darf nicht sein. Du musst dem ein Ende bereiten. Ich sehe den Eingang zum Hades, wohin letztendlich alle hinabsteigen müssen. Wer? Gut. Ich wollte es nicht länger ziehen. Deine Reise beginnt hier. Folge den Spuren der wenigen, die unter den Toten gewandelt sind. Es wird nicht weit sein.
Mit flinkem Fuß und starkem Herzen kannst du uns vielleicht alle retten. Ja. So. Ich verkaufe noch schnell den Milch. Ich verkaufe keinen Schlumpatsch mehr. Ich habe ja gar nichts mehr zu verkaufen. Sie kamen schnell und mit großen Kräften. Wir waren völlig unvorbereitet. Wir versuchten, so viele Zivilisten wie möglich wegzubringen. Aber die Zeit reichte nicht. Ich wartete bis zum ersten Tageslicht und schickte Theogenes mit einigen Männern zurück, um Nachzügler zu finden. Sie könnten einen kräftigen Rücken und einen starken Arm zum Kämpfen gebrauchen. Jawohl. So, und den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.